Ja, hi Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Video nach einer bisschen längeren Pause. Heute bauen wir mal am MB-Truck den Frontlader ab. Dazu habe ich hier schon die Stützen bereitgelegt und das zeige ich euch in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Ich war ja längere Zeit nicht mehr online. Jetzt versuche ich auf jeden Fall wieder jede zweite Woche ein Video zu bringen. Ich bin momentan so ein bisschen im Zeitstress. Und jetzt stelle ich euch mal hier hin. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Ich versuche das zu erklären. Das ist das erste Mal, dass ich den Frontlader abbaue. Ja, es ist so, dass ich euch das mal einblende, wo wir den das erste Mal angebaut haben. Es ist so ein kleines Öldesaster passiert, aber das war, weil die beiden unteren Haupthydraulikzylinder habe ich neue Anschweißaugen dran gemacht und die waren nicht exakt in der gleichen Länge. So, jetzt wollen wir das Ganze mal testen. Ich denke mir mal, ich habe vorne auf jeden Fall eine Schaufel dran gemacht als Gewicht, das Ganze auch verriegelt hier vorne. Das heißt, rein theoretisch, die Stützen jetzt ein bisschen kürzen. Dann werden die so hier angestellt und dann sollten wir eigentlich rausfahren können. Schauen wir mal. Sicher wie eine Mutter. Ich weiß jetzt gar nicht. Das schrauben wir jetzt in der Hand hier unten fest. Rein theoretisch sollte das reichen. Und dann nachher, wenn ich rausfahre, dass er dann nur ein Stück hier runterfällt. Und halt dann so stehen bleibt. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal und dann melde ich mich wieder. Ich denke mal eher, dass das doch leicht nach hinten stehen muss. Das werde ich jetzt hier nochmal optimieren. So, jetzt müssen wir zwei Verriegelungsbolzen ziehen. So, einmal den unteren, soll ich glaube ich mal hier abstellen. Ach doch, der liegt da drauf. So. Gut. Thank you.
legen die Bolzen erstmal. So, jetzt den oberen. Ich denke mir, wer fällt jetzt? Ja, garantiert. Genau, da ein bisschen runter. Sollte aber jetzt auf den Stützen stehen. Drüben kommt jetzt ein bisschen mehr. Da müssen die Hydraulikanschlüsse ab. Also ihr seht da, Bolzen unten, ist wieder kein Thema. Gehen wir erstmal hier hin. So. Jetzt kommen die Hydraulikschlüsse, Anschlüsse. Vorher natürlich immer alles schön entlastet. Sollte also kein Druck mehr draus sein. Die sind sowieso Flachdichten. Das ist der Stromanschluss für den dritten Steuerkreis. Hier hängt dann noch die Frontladerkamera dran. Die hatte ich ja mal angebaut. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe hier drinnen den Monitor wieder abgebaut. Oh, der ist aber... Der geht. Weil irgendwie fand ich das dann doch nicht optisch so hübsch. Und wenn man ein bisschen übt, kommt man auch so mit klar. Das hatte jemand geschrieben damals in dem Video, wo ich die Frontladerkamera angebaut habe. Ja, wenn man ein bisschen mit Frontlader arbeitet, kriegt man Gefühl dafür. Und braucht dann doch nicht unbedingt eine Kamera. So, zwei. Ich weiß gar nicht, gibt es dafür Verschlüsse? Müsste es eigentlich geben, oder? Die ich oben drauf machen kann. Weil sonst kommt jetzt von oben der Dreck rein. Na gut, für die eine Frage zum TÜV. Genau, es geht darum, dass der MB-Trag TÜV braucht. Ich glaube, für den letzten hole ich mal ganz kurz eine Zange. Der MB-Trag braucht TÜV. Und dann muss ich mal ein bisschen weiterfahren. Und ja, da schenke ich mir das. Mit Frontlader zu fahren. Und ich wollte es auch, ehrlich gesagt, mal testen, ob er gut abgeht, ob er schlecht abgeht. Was das nachher für eine Quälerei ist, ihn wieder dran zu machen. Einfach mal zu gucken, ob man den vielleicht doch öfter mal abnimmt. Weil es ja schon gelenkschonender mit weniger Gewicht für alles Mögliche. Für Vorderachse, Hinterachse und. Deswegen wollte ich das Ganze... einfach mal probieren. Das Gute ist, auf diesen Drehverschlüssen ja, der war schon ein bisschen fester. Aber es funktioniert ganz gut. Jawohl, alles schön dicht, kein Öl dran. Hier unten für den Stromanschluss, für den dritten Steuerkreis, den muss ich übrigens auch mal durchmessen. Da machen wir aber ein Käppchen drauf, weil dann ist das Ganze nämlich eigentlich auch Spritzwasser geschützt und ich wollte sowieso noch mal hier irgendwie hier oben dafür ein Loch bohren. Ich denke mir, das ist im abgebauten Zustand besser als im angebauten. Ja, jetzt eigentlich nur noch, der sitzt noch nicht locker. Es kommt, wenn ich rausfahre. Das kommt
wenn ich rausfahre. Ja, ich denke mal, das Kabel noch abmachen, den oberen Bolzen noch ziehen. Gemacht. Ja, bin ich mal gespannt, ob das beim Reinfahren nachher klappt. Ein bisschen Zug war da schon drauf. Aber das ging eigentlich. Ja, das Kabel von der Kamera noch abmachen. Wie gesagt, das klippe ich jetzt einfach durch und dann mache ich dann so einen Stecker drauf oder ich baue die ganze Frontladerkamera ab. Bin ich auch schon am überlegen, ob das bei so einem kleinen Schlepper macht das nicht so wirklich Sinn. Kommt auch ohne klar und mit dem ganzen Blickwinkel, das war nicht so. War mal ein Versuch wert, aber dabei kann man es dann auch belassen. Ja, eigentlich ist auch frei. Eigentlich könnte ich rein theoretisch rausfahren. Also wenn das so schnell geht, dann muss ich sagen, abmachen schon mal relativ einfach. Beim Dranmachen wird es wahrscheinlich eine andere Geschichte. Ich stelle euch mal hier hin. So sieht er ganz gut. Und dann machen wir mal testen, ob alles so funktioniert. Perfekt. 10 Minuten Arbeit. Also ich sag mal so, abbauen, wirklich easy going. Ja, die Frage ist nachher mit dem Anbauen. Ich habe ja oben auch noch zwei Konsolen liegen für den Frontlader. Das sind so Einrastkonsolen, die nur so einen Hebel haben. Und die müsste ich aber quasi an die Konsolen hier dran schweißen lassen. Weil da ist schon ein bisschen Belastung drauf. Das würde ich nicht selber machen. Ich habe einen Bekannten, der hat einen Schweißschein und alles. Der darf auch offiziell schweißen. Mit dem werde ich die Aktion irgendwann mal im Winter durchziehen. Da muss ich aber halt die Konsolen hier nochmal abschrauben. Weil das eigentlich keine große Aktion ist. Das sind die vier Schrauben hier. Das ist die Verbindungsstange, die kann man drinnen lassen. Und hier unten die eine Schraube. Also dann wäre es halt nur ein Klick. Und da rastet der auch so richtig ein. Also das heißt, dann bleiben die beiden Sachen immer zusammen an der Konsole dran. Und diese ganze andere Konsole macht Klick und springt da rein.
Mal gucken, das kommt irgendwann. So, jetzt steht das gute Stück hier. Jetzt können wir zum TÜV fahren. Im nächsten Video sage ich euch dann, wie es beim TÜV gelaufen ist. Und auch mal wieder 2 Jahre Ruhe haben. 2 oder 1 Jahr? Ne, 1 Jahr glaube ich. Genau. 1 Jahr Ruhe haben. Sieht auch mal wieder ganz geil aus eigentlich. So ohne Frontlader. Hat auch was, wenn man jetzt den schon ewig dran hatte. Sieht cool aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Tschüss.